So, meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, diesmal zu einem Reaction-Video. Ich habe mir gedacht, bevor ich kein Video hochlade, weil ich einfach aktuell gar nicht auf Tour bin und einfach nicht dazu komme, beziehungsweise ja durch meinen Job, den ich ja neu angefangen habe, da einfach sehr ausgelastet bin, habe ich mir gedacht, erstelle ich ein Reaction-Video und nehme euch gemeinsam mit auf ein Abenteuer, was Taco erlebt hat. Da geht es um das Thema Höhenangst, was ja auch ein Thema für mich ist, und ich bin einfach gespannt, wie Taco da performt hat. Und da starten wir jetzt einfach gemeinsam rein. Ich will gar nicht lange reden. Schnappt euch was zu trinken, vielleicht was zu knabbern, und dann gucken wir uns das mal gemeinsam an und schauen mal, wie Taco da performt hat in diesem Thema. Ich habe das Video hier schon mal ausgewählt, dann starten wir da direkt mal rein. Gut, ja, muss ich ja jetzt, ne? Also, zurück will ich jetzt nicht. Boah, Alter, ich will das nicht. Ich schon wieder so eine Schockstarre, ey. Jetzt aber los hier, komm, zieh, Junge! Männer unter sich, geil. Zieh, Junge! Ach du Kacke, ey. Hört sich vielversprechend an. Moin Leute, seid gegrüßt. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin Taco und zu Besuch bei Ron und Steve in Dresden, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, meine Höhenangst zu bekämpfen. Ich will aber nicht, ey. Du musst aber. In diesem Video werde ich wieder an meine Grenzen gehen und darüber hinaus wachsen. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Ich will aber nicht, ey. Du musst aber. Voll gut. Das kann ja was werden, ey. Linkin Park, geil. Erstmal schön Steves Adresse geleakt hier. Hier, Haus Nummer 5C. Geil. Moin Leute, seid gegrüßt und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Bin hier in der sächsischen Schweiz unterwegs und zwar mit dem Ronny. Grüße. Und der Steve. Hi. Ja, der Ronny ist gerade schon mal vorgegangen. Wir wollen ihn nämlich zu einem Klettersteig. Der hat das Ganze schon mal ausgecheckt. Und er kam gerade wieder und hat gelacht, hat sich sehr gefreut. Ja, ihr wisst Leute, ich habe Höhenangst und ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal hin und gucken einfach mal, was uns erwartet. Ob ich mir gleich in die Hose scheiße oder erst in einer halben Stunde oder so. Gleich. Let's go. Kann eigentlich nicht schief gehen. Nee? Das wird geil. Das wird geil. Was ich schon mal sagen kann, Ron Hernandez hat auch einen YouTube-Kanal, gerne mal reinschauen und auch gerne bei Taco überall ein Abo dalassen und wenn ihr schon dabei seid, gerne auch bei mir ein Abo dalassen und natürlich auch ein Like, was das Video angeht. Alles klar, wir schauen weiter. Wieder was Neues. Einfach auch mal wieder neue Sachen entdecken. Schön. Einfach nur schön. Ich muss da auch noch mal das in die richtige Richtung parken hier. So, und was ist das jetzt hier für ein Gebumsel? So, jetzt wird der Gang mal vorbereitet, wa? Das ist hier dran fest, ja? Das ist nur, damit es dich von der Länge nicht nervt. Okay. Ja, Leute, ich lasse mich hier noch ein bisschen befummeln und dann geht es gleich da auf diesen Sprossen entlang. Ich will mal gucken, wie weit ich komme, bis der Stift malt. Hast du eben gesagt, was ist das hier? Der anspruchsvollste Klettersteig in der sächsischen Schweiz? Würde ich schon sagen, definitiv. Aber es ist trotzdem noch relativ harmlos. Also okay. Da ist natürlich die Sache, ne? Wenn man direkt sagt, das ist jetzt hier der anspruchsvollste Klettersteig, ob da dann die Angst oder der Stift, wie Taco ja gerade gesagt hat, ob der dann schon da im Ansatz zu sehen ist. Also ist natürlich richtig geil, wenn das schon so gesagt wird, ist der anspruchsvollste Klettersteig in der sächsischen Schweiz. Ja, dann bin ich mal gespannt, wie du da jetzt performst. Ja, ich muss erst mal gucken hier, das ist für den Wohlfühlfaktor. Ich bin echt gespannt, aber ich denke, du wirst es easy machen. Ich denke auch, ich würde jetzt wird gehen. Was ich aber jetzt schon merke, motiviert. Die richtigen Schuhe sind auch wichtig, weil diese dünnen Sneaker auf diesen ekligen Metalldingern, das biegt sich halt so durch, ne?
Ja. Ach, also ich glaube, so Kletterschuhe oder vielleicht sogar Wanderschuhe, richtige Wanderstiefel. Mhm. Also wenn man sowas hier macht, ne, was ist ja, denke ich mal, nicht alles so, oder? Ja, schmerzt oder was? Nee, aber es ist halt, es drückt halt so durch, siehst du ja auch von der Seite, ne? Ja. Also wenn man sich so draufstellt, geht's. Mhm. Nur für, wenn ihr mal herkommen wollt, vielleicht festere Schuhe anziehen. Okay, dann mal voraus mit euch beiden Scharfschützen. Okay, er guckt sich das erstmal an. Ihr macht das würde gut. Würde ich wahrscheinlich auch machen. Gut. Da geht's schon ganz gut runter, ja. Kommt jetzt auf der Kamera nicht so rüber, Leute, aber es wird auch noch ein bisschen mehr gleich. Oh, oh. So, dann gehe ich auch mal ran ans Seil. Jetzt geht's los. Ja, ja, klar. Also dann, wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht. So, dann kriege ich eh Panik und gehe wieder zurück. Aber ich denke, du bist gut. Ah, guck mal. Das ist schon jetzt ein bisschen scary hier. Ja. Durch mal warten und atmen und. Ja. Vor allem, wenn man hier so steht, hier ist so einfach so Panzertape drin gebunden. Hey, pst. Hat man so das Gefühl drin. Panzertape, das hört sich ja sehr vielversprechend an, dass das Ganze gesichert ist. Ja, ist wahrscheinlich nur oberflächlich da irgendwo dran geklebt worden, aber ist natürlich, also wäre ich an deiner Stelle, Taco, ich hätte wahrscheinlich jetzt schon den Stift sitzen, also der würde jetzt schon rausgucken. Das ist, oh fuck. Das hält nur das Klebeband. Das ist, weil das hier gegen Stein geht, ja. Deswegen haben wir das gemacht. Alter, mit den Schuhen ist aber auch ein bisschen eklig, wirklich, ne? Oh mein Gott. Warum ist das nicht ein bisschen näher an der Wand dran? Ich will mich am liebsten da so hinterstellen. Alter, oh nein. Es geht schon los. Ey. Boah. Ich glaube, das packe ich nicht, Alter. Und dann suchen wir einen wunderschönen Biwakplatz aus und werden da lästigen. Oh, Taco. Dieser Gesichtsausdruck, den kenne ich. Ja, ich überlege schon, ey. Das ist schon jetzt schon eklig, ey. Aber ich mag ihn nicht. Wo ist denn dein zweites Dongle-Dings? Ja, hier. Immer am Seil. Beide immer am Seil? Ja. Okay. Ja, definitiv. Guck einfach mal nicht so viel nach unten. Nee, es geht nicht um das nach unten, sondern dass das hier so weit von der Wand absteht und man sich so fast schon nach hinten lehnen muss, oder? Boah, ey. Nee, Mach mal ruhig weiter. Ich muss mit mir selber klarkommen. Ich versuch's jetzt noch einmal hier, dieses Stück. Ja, aber wir warten jetzt nicht. Alles gut. Ja, ist natürlich tricky, ey. Aber das Ding ist, wenn ich mich hier so dran nach hinten lehne, das geht ja eigentlich, ne? Ich muss das nochmal kurz fürs Gefühl so ausprobieren hier. Boah, Leute, wie ich schwitze, ne? Ich schwitze so hart, ey. Ich würde auch zerlaufen, ey. Alter, das ist so eklig, dass das hier so... Aber das muss ja auch sein, bis dann nicht das Spiel. Boah, Freunde, ey. Ja, also bis dahin bin ich irgendwo gekommen. Und da oben steht halt dieses Seil so ein bisschen von der Wand ab. Und man muss sich schon so fast nach hinten lehnen. Und dieses nach hinten lehnen von der Wand weg und dann auf die nächste Sprosse. Boah, ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber ich bin klitschnass geschwitzt. Boah, ich gehe jetzt auf jeden Fall mal unten rum und guck mir das von der anderen Seite nochmal an. Ich kann es vollkommen nachvollziehen. Also Taco, ich wäre an deiner Stelle, also du, dass du da überhaupt angefangen hast hochzuklettern, ich weiß gar nicht, ob ich das schon gemacht hätte. Weil ich habe da ja auch echt große Probleme mit Höhe. Großen Respekt dafür, dass du da überhaupt angesetzt hast und den Versuch gestartet hast. Das machen ja viele nicht. Vielleicht würde ich es nicht machen, vielleicht doch, ich weiß es nicht, aber wir gucken mal weiter. Wenn ich mich jetzt hier schon so wegkacke und dann noch weiter hoch und... Das ist bestimmt nicht das einfachste Stück hier vorne, da wird es bestimmt noch schwieriger. Okay, da geht jetzt verstehen. Schon die Leiter hoch. Oh fuck, Alter, das ist ja, echt... Nee, Leute, Alter, da, oh. Also... Selbst wenn ich bis dahin komme, da sehe ich mich leider gar nicht. Ja, Freunde, haut's mir mal in die Kommentare, ey. Würdet ihr da hochklettern? Bei mir ist es immer so, auch mit der Höhenangst, so ein bisschen tagesformabhängig. Ich denke nicht. Ich denke mir dann immer erstmal so, ja, sieht gar nicht so schlimm aus, probiere ich. Aber wenn dann erstmal so die erste Stelle kommt, wenn es sich einfach so unsicher anfühlt, obwohl es eigentlich 100% sicher ist, Dann ist bei mir vorbei. Also dann kriege ich solche Schweißausbrüche und will einfach nur noch runter. Ich werde auch nicht hochgeklettert, also auf jeden Fall nicht. So, die beiden Jungs sind auf dem Rückweg.
Ich habe mir gerade eine eigene Challenge gesucht. Ich versuche jetzt von da links einmal hier komplett rumzuklettern, ohne den Boden zu berühren und ohne oben auf die Kante zu greifen. Das wird körperlich anstrengend. Ob das wohl in die Arme geht? Krass, das ist schon anstrengend genug. Und jetzt um die Ecke. Scheiße! Oh oh! Das hat wahrscheinlich jetzt schon viel Kraft gekostet gerade. Oh oh! Oh. Ah, Mist! Ich habe auf jeden Fall die falschen Schuhe dafür an. Oh, das geht übel in die Hände, ey. Geht auf jeden Fall nichts über so einen geilen Männertrip. Ne? Wenn man da zu dritt unterwegs ist, dann kann man sich so ein bisschen gegenseitig motivieren, was ja im Tacos-Fall dann ein bisschen höher ausfällt, diese Motivation, die muss dann da mehr stattfinden. Ich bin gespannt, was jetzt noch kommt, inwiefern da jetzt noch weiter geklettert wird. Das sieht auf jeden Fall hoch aus. Ich bin so am Schwitzen, Freunde, mit diesem dicken, schweren T-Shirt hier. War nicht die beste Entscheidung. Ich bin jetzt auf jeden Fall schon quitschnass. Ich würde am liebsten mein T-Shirt ausziehen. Aber hier laufen halt übel viele Leute rum und scheißegal. Ist das dann doch ein bisschen unangenehm hier. Mach dich nackig. Da oben ohne rumzulaufen. Mach dich nackig. Sorry, Freunde, ich habe mich doch ausgezogen. Es ist einfach zu schwül. Ich kann nichts dafür. Ich bin einfach, ich habe irgendeine Schweißkrankheit, glaube ich. Schweißkrankheit. Der Blick von Ron sagt dir jetzt gerade schon alles. Ich glaube, der freut sich darauf, was Taco jetzt gleich vor sich hat. Ich bin mal gespannt. So sah es auf jeden Fall aus. Ich bin gespannt, ey. Da ist der Einstieg. Da geht's lang und dann arbeitet man sich da nach oben. Und weiter und weiter. You can do it. You are young. Huh? I think so. So, Taco prepared sich noch. Der erste Kletterstieg war ja wirklich ein bisschen tricky. War leider doch ein wenig zu viel. Hier sollte es aber passen. Den habe ich schon 3-4 Mal gemacht. Der ist für jemanden, der Angst hat, natürlich anspruchsvoll, aber ich denke, auf jeden Fall machbar. Und ich bin mir 100%ig sicher, dass Taco das packt. Und wir uns gleich zu dritt oben wiedersehen. Ja. Okay. Oh, Freunde, der Ronny ist schon oben. Steve packt noch seinen Rucksack. Da hinten habt ihr eine wunderschöne Aussicht. Und da geht's jetzt hoch. Oh, noch nicht mal befestigt. Jetzt wird er hier geklettert. Das. Ah, jetzt. Vorher ging er, ne? Aber das ist schon mutig, ey. Easy. Was sagt der Ron? Easy. Kommst du ran? Ja. Ich glaube, für uns ist das nicht so easy. Ich hätte jetzt erst den anderen einraten müssen. Ja. Stark. Da fühlt man sich schon sicherer mit. Ja, glaube ich. Die erste Hürde ist geschafft. Da geht's weiter. Oh Mann. Also. Oh, ekelhaft. Echt? Ja, hier ist einfach schön. Ich bin schon 100 Mal leider. Ja. Okay. Sicher, sicher? So. Okay,
nicht runterkommen. Oh. Ich krieg schon wieder so eine Schockstarre, ey. Jetzt aber los hier, komm! Zieh, Junge! Aber ich hab nichts, wo ich mich mit der Hand festhalten kann. Das ist eklig. Alter, ich komm da nicht rüber, Mann. Ich bin komplett klitschnass. Dass du dich erstmal hier hinstellen kannst. Das ist ja gefühlt ekliger als vorhin, ne? Also jetzt hast du ja wirklich gar nichts, wo du richtig dich festhalten kannst. Das kann ich gut nachvollziehen. Also da hätte ich wahrscheinlich auch Probleme. Warte mal, gib die mir mal richtig. Genau, sehr gut. Jetzt stehst du. Okay. Einfach erstmal kurz stehen bleiben und jetzt nicht runtergucken, einfach hier am Start sein. Nicht runtergucken. Das ist immer so leicht gesagt, ne? Na, ist alles gut, kein Spiel. Schon bist du hier safe. Und das ist das schlimmste Stück hier, ja? Alter, ich... Boah, Alter, ich will das nicht. Guck mich an, Alter. Du machst das. Easy. Du wirst so stolz auf dich sein, wenn du gleich hier oben stehst. Das ist wirklich nur hier um die Kurve rum und dann geht's hier ganz normal, also wie so eine schräge Treppe, eine schräge Leiter, keine Ahnung. Hier ist jetzt weiter nach unten. Oh shit, Alter. Schaffst du das? Ich bin bei dir. Oh Mann, ey. Geiler Typ. Easy. Ich kann dieses Gefühl nachempfinden, was da Taco jetzt da... Ja, Mann. Jetzt bist du da. Geiler Typ. Jetzt bist du da auf dem Selbstbord hier. Ich will keine Luft kriegen, ne? Heftig. Jetzt mal hier. Yes. Aber Taco, das hört man bei dir auch. Du bist auch richtig am Schnaufen. Ja. Yes. Mega Nummer, Taco. Mega Nummer. Ah, hier rüber, genau. Jetzt hast du fast geschafft. Ja, Mann. Okay, lass mich mal gucken. Ja. Okay. Das ist quasi der letzte. Okay. Ab dann ist easy. Wirklich versprochen. Na? Hast du fast geschafft? Jawohl. Da muss man die Zähne zusammenbeißen, ey. Oh. Warte, wir hängen dich noch kurz um. Und jetzt? Einfach links rüber, Schritt rüber und hoch. Geiler Typ, komm! Jawohl! Sehr gut! Nice. Oh, ja, Mann! Alter! Junge! Applaus! Sehr das. Gut! Applaus! Ich wusste doch, dass es schafft! Alter! Krasse Scheiße! Wie fühlst du dich? Ein Wort? Jetzt gut. Ja? Ja, geil. Boah, vor allem die beiden, die laufen einfach durch, Alter. Und ja. Das ist so ein Kopfgeficke bei mir. Ja, aber du hast gepackt. Du hast es geschafft und du wolltest umdrehen. Aber ja, du hast gesagt, Alter. Ich habe mich irgendwann einfach nur noch dieses Seil. Also Stück für Stück. Hast du es stark gemacht. Danke. Richtig cool. Ich bin echt stolz auf dich. Hättet ihr mich nicht überredet, dann wäre ich umgedreht. Ja. Richtig stolz auf dich, Mann. Das ist Steve war es. Der hat gesagt, jetzt komm mal aus deinem Kopf raus. Ja, Mann. Voll gut. Das hat geholfen. Ja. Alter, Junge. Beste Mann. Das war auch ein Turbo-Bild hier, Ronny. Steve. Hallo, Alter. Junge. Danke. Immer wieder cool, wenn man über sich so hinauswächst. Was für den anderen irgendwie vielleicht eine kleine Sache ist, kann für den nächsten halt schon wieder ein Riesending sein, ein Riesenschritt. Deswegen immer schön gegenseitig unterstützen. Support ist wichtig. Und da kommt der Held des Tages. Yeah! Ja, wir waren heute Vormittag schon woanders, da habe ich auch schon abgebrochen und dann haben die gesagt, der nächste ist einfacher, aber... Ja, das machen die immer mit mir. Also. Ja, hier brauchst du ja keine Sicherung. Was? Alter, Freunde, ey, ich mache hier wieder einen Scheiß. Keine Sicherung? Hör mir auf. Oh. Ron klettert voraus wie ein kleines flinkes Äffchen, sodass es für mich kinderleicht aussieht und Steve tritt mir von hinten in den Arsch. So funktioniert das mit uns dreien eigentlich immer ganz gut. Doch das war natürlich noch nicht alles. Ja, man, erstmal runterkommen. Boah, geisteskrank.
kleines Arschloch, Alter. Ja, ich hätte auch, ey, wenn da einer so zu diesen Klippen hinspringt, Alter, ich hätte auch richtig den Köttel in der Hose, Junge. Krasse Scheiße. Ron, Alter, du hast ja gar keine Angst, oder? Also ich hab da, ich kann das voll nachempfinden, Taco. Also ich bin da auch raus, was das Thema angeht. Dass du da überhaupt hochgekletterst bis jetzt und ich weiß ja nicht, was noch kommt. Aber da hätte ich wahrscheinlich schon gar nicht mehr mitgemacht. Also das wäre schon nicht meins gewesen. Ich bleib dann lieber auf dem Boden der Tatsachen. Aber großen Respekt von mir auf jeden Fall. Kann man so krank sein. Scheiße. Titelbild fehlgeschlagen. Ah, so eine geile Männerrunde, dann geht das klar. War gut. So wie schön das war, war das natürlich noch nicht alles. Es geht jetzt zum nächsten Teil und da schauen wir mal, wie sich Taco da macht, aber ich bin mir sicher, dass er das packen wird. Es geht direkt in diesen Kamin rein, da müssen wir dazwischen hoch. Da ist natürlich der Vorteil für den Kopf, man hat hinter sich eine Wand und vor sich eine Wand. Ich glaube, das ist dann einfach für den Kopf einfacher, sich darauf einzulassen, weil man nicht das Gefühl hat, dass man nach hinten fällt. Mhm. Und was sagst du, hier ist so ein Kamin? Genau, das ist jetzt quasi der Kamin, in dem müsste man durch. Okay. Vorteil ist halt, dass man quasi vor sich an die Wand. Hinten eine Wand. Ja. Ich denke, dass auch, dass mir das einfacher fallen sollte. Wir werden sehen. Da bin ich mal gespannt. Nochmal durchatmen und dann. Boah, krass eng. So hoch ist das auf jeden Fall. Wir sind im nächsten Part angekommen. Los geht's. Jetzt könnt ihr sehen, wie ein dunkler Fleck auf Tacos Hose anfängt, größer zu werden. Ich habe das Gefühl, er hat Blut geleckt. Schaut mal, wie schnell der oben ist. Hier fühle ich mich sicherer. Durch die Wände hier auch, ja? Ja. Ja, krass. Und es ist einfach krass hoch wahrscheinlich. Aber der Kopf, der spielt da anders mit. Taco, ey, wie schnell bist du hier oben? Das ist irgendwie anders hier. Hier hast du halt Wände, ne? Also. Ja, geil. Hallo? Hallo? Einfach hochgekraxelt. Einfach nur eine Leiter hoch. Einfach nur nach oben gucken. Wir gehen eine Leiter hoch, wir gehen eine Leiter hoch. Ach du, und da oben müssen wir dann noch rüber, ja? Ja, da müssen wir rüber. Und das dann ist eigentlich schon fast da. Und das dann, das, dann ist aber durch. Dann sind wir oben wieder auf so eine Aussicht. Und dann kommt Wanderweg. Okay. Wenn du das unten gemacht hast, machst du das hier easy. Ja. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Gut, ja, muss ich ja jetzt, ne? Also, zurück will ich jetzt nicht. Das glaube ich, das, also da wieder runter, wo ich hoch bin, da habe ich gar keinen Bock drauf. Also dann glaube ich lieber das hier. Ja. Okay, ich komme schon mal zu dir. Ja, ganz genau. Ein Jetzt darüber. Wie gesagt, vor Jahren war das so. Das war nicht so lustig. Ja, wir sind ja mit einer ganzen Abteilung hier hoch. Okay, reicht noch nicht. Ist das okay? Dann soll man die Treppe reinhaben. Oh, da geht's ja runter, wa? In dem Spalt. Das macht es nicht besser. Dann machst du aber? Ja, ich komm noch nicht ganz. Ah, ja. Okay. Schon bist du wieder im Modus, ja. Na. Na. Oh Gott, Alter. Ich will das Scheiße. Da gar nicht sehen, ey. Ja, guck noch nicht hin, guck noch nicht hin. Oh, aber fuck. Aber das ist wirklich, also das ist alles super neu hier gemacht, also das... Ja. Super neu gemacht.
ändert die Höhe nicht, ne? Auch wenn das alles neu gemacht wurde. Ändert einfach die Höhe nicht und das Wissen darüber, dass es so hoch ist alles jetzt gerade. Krass, ja, ich kann es vollkommen nachvollziehen. Ach du Kacke, Bruder. Scheiße. Also, die müssen mich jetzt vom Hubschrauber abholen lassen einfach. Wird mir wahrscheinlich ganz genauso gehen. Jetzt gibt es keinen zurück mehr. Das ist alles fest, ne? Junge, das ist alles fest. Alles entspannt. Völlig fest. Ach du alles. Kacke, ey. Bist du denn völlig gestört, Alter? Du hast ein schön enges Seil am Feld. Du triffst einfach seitlich lang. Ja. Immer schön seitlich. Genau, so kannst du es auch immer machen. Kannst du auch. Genau. Ja. Tiefes Durchatmen. Das kostet Motivation. Stark. Wir haben solch so eine Schoner. Sehr gut. Eisen noch dran gemacht. Ja. Stark, Mann. An den kann man sich auch schön festhalten. Scheiße, Alter, die Felswand da runter. Buh. Das ist nicht so geil. Oh, ja. Hängt irgendwie ein bisschen fest hier. Ja, das ist so. Alter. Easy. Easy. Ron, Alter. Alter. Bester Mann. Boah, ey, das ist doch. Lass mal aufstehen. Nicht zu lange nachdenken. Einfach machen. Alter, ich will ganz nicht. Das ist nicht so einfach. Hör doch auf, ey. Das ist, guck mal, das ist ein Minischritt. Das, trotzdem, ey, das, Mann. Nein, das mein wird Kopf. Leichter für dich sein als hier, glaub mir. Das sieht nur so aus. Puh, ich komm nicht weiter. Und ob du weiterkommst. Ich will aber nicht, ey. Du musst aber. Es gibt das ja kein Gegner, da unten warten Leute. Ja, ich will nicht sehr weiter, gut. Du musst aber. Komm mal wieder das Leben in die Knie jetzt hier. Soll ich dich einholen? Ja. Gut, dann bleib. Diese hin, ganzen motivierenden Sprüche. Jetzt aber, Endspurt. Und den nächsten schenke ich dann hier oben wieder ein, okay? Ich weiß nicht, wo ich hingreifen soll. Guck einfach hier ans linke Hand jetzt erstmal. Ach, genau. So rutschig die Scheiße. Und jetzt nimmst du deinen linken Fuß. Ja, stell den aber gleich links hin, dass der rechte daneben passt. Easy. Easy. Jawohl. Bist du drauf? Sehr gut. Sehr gut. Alter. Oh, scheiße, wenn du nicht hier wärst, ne? Das wäre schon, Alter, ich weiß nicht, ich hätte schon die Bergrettung gerufen, ey. Ja, dieses Gemeinsame, ne? Dieses untereinander motivieren, ich glaube, das macht ganz, ganz viel aus. Also ohne das würde ich das, also ich würde es wahrscheinlich gar nicht machen. Ich habe da ganz großen Respekt vor dir, also Taco, dass du das überhaupt so angegangen bist. Und das ist bestimmt, wenn man dann das Ganze hinter sich hat, ist das bestimmt ein richtig geiles Gefühl. Da fällt dann ein richtiger Stein vom Herzen, wenn man das alles so geschafft hat und bringt dann nochmal eine zusätzliche Motivation. Geil. Das ist ja widerlich, Mann. Packst du easy. Dann kommt das Ding raus. Jawohl. Sehr gut. So. Sehr gut. Genau. Jetzt perfekt. Jetzt hast du die festen Sprossen. Easy. Ich sag's halt. Ist ja easy. Jawohl. Sicher. Hoch mit dir. Aber das ist nicht. Soll ich erstmal hoch oder? Bist du lieber? Nee, der Herr da, der hilft mir bestimmt auch ein Stück. Ja. Das ist ja jetzt hier wieder was anderes, weißt du? Hier kannst du einfach übereinander in eine Leiter klettern. Ja, und dann oben einfach dem Herrn hinterher. Ja. Schieb mal die Dinger hinterher. Achso, ja. Sorry. Ja, gut, Taco. Das ist gestört. Da bin ich gerade echt rüber gestiegen, ne? Hast du gemacht, Mann? Boah, diese Klippe da, ja, diese. Noch 3-4 Meter und dann hast du es geschafft. Nur noch Leiter steigen. Ich kann es nachvollziehen. Einfach zu krass. Boah, das ist so hoch da, ey. Das ist bestimmt gleich eine richtig geile Aussicht. Ich würde dich auch mal kurz drüber.
Stark. Ganz stark, Kürde. Mach auch, Mann. Und jetzt? Jetzt nach links. Also jetzt bist du eigentlich schon fertig mit der Sonne. Hängst dich ab und dann kannst du rüberlaufen. Warte, ich komme auch selber dran, glaube ich. Mhm. Okay. Eine ganz wichtige Schlacht gegen die Höhe. Boah, ich bin noch nicht mal dabei, oder? Eine Schlacht gegen meinen Kopf einfach. Und mein Herz ist trotzdem, spielt damit. Krass. Boah, die Aussicht. Heftig. Das geschafft, Mann. Das war wild, alles gemacht, das geschafft. Richtig geil. Großen Respekt. Danke. Ich kann mich gerade noch nicht freuen. Ich habe Angst, dass es gleich irgendwo weitergeht. Ja, guck mal, das hier bloß noch, aber dann. Unten war es halt kurz schlimm. Aber und hier war es die ganze Zeit so mittelschlimm, aber schlimm genug. So, die Höhenangst? Ich glaube, man muss wirklich einfach Stück für Stück machen. Ne? Ich glaube, so ganz weg wird es wahrscheinlich nicht gehen. Also ich würde jetzt auch nicht so, weil ich einfach Bock drauf habe, das nochmal machen. So, ich bin jetzt froh, dass ich es hinter mir habe, dass ich es gemacht habe, aber ich will es nie wieder machen. Da unten im Kamin, wo du überall Wände um dich rum hast, so gar kein Problem. Aber wenn du halt irgendwo siehst, da geht es irgendwie 15 Meter runter und du musst deinen Fuß da auf so einen Metallbügel draufsetzen. Das ist halt ein bisschen enger alles, aber das geht schon. Gerade das Stück, da ist halt hier mehr oder weniger Danke. Boah, das ist aber auch scary hier irgendwie. Heftig. Wo geht's jetzt weiter? Hier hoch? Geh mal vorher. Boah, ich mach die Eidechse. Boah, ist das toll! Alter, geht so. Geht so. Geht's so, ja. Ich krieg so Albträume von der Scheiße. Oder du hast Heldenträume. Das kann auch sein. So, Freunde, ich hab's geschafft. Ich hab's wirklich geschafft. Mir läuft der Schweiß in die Augen. Also das war wirklich das Krasseste, das Heftigste, was ich jemals in meinem ganzen Leben gemacht habe. So für mich, für meine Gefühle. Wahrscheinlich habe ich schon 1000 andere Sachen gemacht, wo ihr sagen würdet, das würde ich niemals machen. Aber das hier war jetzt wirklich, das war mein Endgegner. Ja, hier sieht man vielleicht auch nochmal, das ist halt alles so zerklüftet hier. Ja gut, hier könnte man sogar drin rumlaufen. Also ich gehe nochmal ein kleines Stück zurück, wo ich gerade hergekommen bin. Weil die Aussicht, die ist hier schon ganz schön geil. Ja, ist hier auf jeden Fall. Das ist schon krass. Das ist heftig. Oh ja, man kann Nudeln machen warm, man kann Nudeln machen kalt. Die Nudel ist ein ewiges Essen. Das hat schon der gute Peter Ludolf gepredigt. Die Nudel ist ein ewiges Essen. Was kommt jetzt, die Hölle? Der Part hier heißt einfach wilde Hölle. Ah, aber das ist auch echt schön hier. Ne? Aber das ist schön. Das Beste war einfach so, ja, wenn du da in den Spalt reinrutschst, dann bleibst du ja ein, zwei Metern bleibst du ja da drin stecken. So. Also kann ja nichts Schlimmeres passieren. Dann steckst du da halt in diesem Spalt. Jetzt seid ihr gefragt. Hast du eine ähnliche Angst? Und hattest du Spaß, mir dabei zuzuschauen, wie ich mir in die Hose mache? Oder fandest du dieses Video einfach nur langweilig? Schreib mir deine Meinung in die Kommentare. Großen Dank an all diejenigen, die immer fleißig Kommentare schreiben. Ich lese wirklich jedes einzelnes davon über die YouTube Studio App. Komme leider nicht dazu, jedes zu beantworten, aber ich lese sie wirklich alle. Im nächsten Video ziehen wir noch weiter, machen einen Overnight im Wald und erkunden einige Höhlen bei Nacht.
Bis dahin, Leute, lasst es euch gut gehen. Haut rein. Ciao. Ja, Wahnsinn, Taco, was du dich da getraut hast. Also ich großen Respekt von meiner Seite. Ich wüsste nicht, ob ich das gemacht hätte. Ich wäre wahrscheinlich unten stehen geblieben und hätte einfach zugeschaut, wie die anderen hochklettern. ganz, ganz großen Respekt. Lasst gerne ein Abo da bei dem Tacos World. Lasst gerne ein Abo da beim Ron Hernandez. Und liebe Worte gerne und ein Like. Ja, und falls euch mein Reaction-Video gefallen hat, gerne bei mir auch ein Like da lassen. Ein Abo da lassen, damit ihr zukünftig kein weiteres Video mehr verpasst. Gerne liebe Worte in Form eines Kommentars. Und ja, ansonsten würde ich sagen, bis die Tage. Wir sehen uns wieder. Keine Frage. Ciao.